Der neue Stil war vor allem eine handwerklich gut abgestimmte Inszenierung, wo man mit vielen auf Meinungsumfragen Dinge den Menschen erzählt, wo man weiß, die kommen gut an. Das Problem war nur, das hat oft gar nichts mit dem zu tun gehabt, was dann letztendlich beschlossen wurde. Beispiel Sozialversicherungsreform. Die Regierung nimmt in den nächsten Jahren, die alte Regierung nimmt in den nächsten Jahren dem Gesundheitssystem 1 Milliarde weg, das man den Arbeitgebern schenkt, zum Beispiel mit der Senkung des Unfallversicherungsbeitrags, und erklärt den Menschen, es wird eine Patientenmilliarde zusätzlich geben. Also das ist schlicht und einfach falsch. Außerdem hat man die ganze Reform eingeleitet, indem man Falschinformationen lanciert hat und mehr oder weniger den Schmutzkübel über den Beschäftigten der Sozialversicherung ausgeleert hat. Also da ist eigentlich darum gegangen, dass man eine Stimmung erzeugt, ob das dann alles stimmt oder nicht stimmt. Meistens hat es nicht gestimmt, war da zweitrangig. Auch beim Arbeitszeitgesetz, man verlängert die Höchstarbeitszeiten auf 60 Stunden in der Woche, 12 Stunden am Tag. Aber über das wird gar nicht geredet, sondern man erzählt den Menschen, es wird die 4-Tage-Woche eingeführt. Auch ein bisschen weit weg von der Realität, weil die 4-Tage-Woche es gesetzliche Möglichkeit gibt seit 1997. Das hätte sich auch zu den zuständigen Ministern und Regierungsvertretern herumsprechen können. Also da ist vor allem die Inszenierung im Vordergrund gestanden. Im Hintergrund haben sie eigentlich ein neoliberales Programm umgesetzt und auch eine neoliberale Erzählung erzählt. An allen Problemen, die wir in Österreich haben, ist letztendlich der Staat schuld. Wir haben zu hohe Ausgaben, wir haben zu hohe Schulden, wir regulieren zu viel. Der Sozialstaat ist eine nette Idee, aber der führt dazu, dass die Leute nicht arbeiten wollen und wir einen Zuzug in den Sozialstaat haben. An allem ist nur der Sozialstaat schuld. Der Ausweg war dann, man schenkt den Unternehmern viel Geld, man kürzt Arbeitnehmerschutzvorschriften, die sind einfach als Bürokratie betitelt worden. Und man erzählt, man muss die Steuern senken, nämlich vor allem auch für diejenigen, die genug Geld haben. Ja, natürlich sagt man immer, wenn man eine Maßnahme macht, die einer kleinen Gruppe zugutekommt, erzählt man immer, das ist für alle letztendlich vorteilhaft. Konkret wäre das so gewesen, wenn ich die Steuern auf die Gewinne senke, wie es die Regierung vorgehabt hat, hätten 80% der Steuersenkung die 5% der größten Unternehmer bekommen. Also das wäre eine Regelung gewesen, die 1,5 Milliarden eigentlich den Großkonzernen schenkt. Haben wir das Problem, dass wir in Österreich die Gewinne zu hoch besteuern? Nein, nicht wirklich. Wir haben einen Gewinnsteuersatz von nur 25%. Die letzte schwarz-blaue Regierung hat den schon von 34% auf 25% gesenkt und jetzt hätten sie noch weiter gesenkt auf 21%. Das hätte letztendlich dazu geführt, dass die Aktionäre auf Kosten der Steuerzahler noch höhere Ausschüttungen gehabt hätten. Es ist nicht so, dass Unternehmen daran scheitern, Investitionen selbst zu finanzieren. Also die Investitionen, die in den letzten Jahren recht hoch waren, sind von den Unternehmern selbst finanziert worden. Die haben genug Gewinne gehabt. Gleichzeitig sehen wir, dass die Dividendenausschüttungen der börsennotierten Konzerne in Österreich im letzten Jahr 3 Milliarden erstmals überschritten haben, also höchste Ausschüttungen. Ja, wenn ich denen nachher die Steuern auch noch senke für Gewinne, dann fließt halt noch mehr Geld auf die Aktionäre, fehlt aber dann den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern, also ist nicht notwendig. Und Österreich ist, wenn man so einen Schritt setzt, eigentlich Teil des Problems und nicht Teil der Lösung des Steuerdumpings, weil wozu wird das führen? Wenn wir die Steuern senken, dann werden die Deutschen und andere Länder draufkommen, hoppala, jetzt ist es für die Konzerne wieder attraktiver, sich in Österreich, dann senken die nächsten. Da ist kein Ende am Ende des Tunnels zu sehen, außer dass, wenn die Großkonzerne weniger Steuern zahlen, letztendlich irgendwer anderer die Rechnung begleichen muss. Sprich, man wird Massensteuern erhöhen müssen oder Sozialleistungen kürzen. Zuerst möchte ich da was zeigen. Das ist das Regierungsprogramm, heißt Zusammen für unser Österreich. Und in welchem Kapitel findet man Arbeitnehmerschutz
unterm Kapitel Wirtschaftsstandard und Entbürokratisierung. Da sieht man schon, welchen Stellenwert das gehabt hat. Und das ganze Arbeitszeitrecht ist übertitelt worden mit Entbürokratisierung der Arbeitszeitgesetze. Also da sieht man mal ein bisschen eine falsche Problemwahrnehmung auf Seiten der Regierung, denn da geht es um Gesetze, die die Gesundheit der Arbeitnehmerinnen schützen sollen. Das ist ja nicht eine, das ist ja nicht Ausdruck der Regulierungswut, weil irgendwem fad ist, dass man sagt, nein, nach 10 Stunden Arbeit sollte man eigentlich aufhören, sondern das zeigt sich in Unfallstatistiken, im Unfallrisiko, dass mit längerer Arbeitsdauer massiv ansteigt. Und die Regierung hat gewusst, das ist ein Thema, das ist für sie schwierig. Also den Leuten zu erklären, jetzt dürft 60 Stunden in der Woche arbeiten, hat wenig Charme. Daher haben sie versucht, eine öffentliche Diskussion möglichst zu vermeiden, bringen das am 14. Juni per Initiativantrag ins Parlament, dass es keine Begutachtung gibt, dass dann nicht jeder sozusagen seine Meinung dazu sagen kann seitens der Betroffenen und der Expertinnen und Experten. Dann am 5. Juli beschließt man es und in Kraft treten tut es schon Anfang September. Also es ist eigentlich ein Witz, wie man da über 3 Millionen Menschen drüber gefahren ist und die Höchstarbeitszeiten massiv erhöht hat. Ja, was hat sich in der Praxis gezeigt? Man hat zum Beispiel gerade im Tourismus die Ruhezeiten massiv verkürzt und die Arbeitsinspektoren haben schon festgestellt, bei Proben, also sozusagen bei Kontrollen, dass teilweise im Westen Österreichs jeder zweite Betrieb das genutzt hat. Also eine massive Verschlechterung im Tourismus. Es werden auch die neuen Höchstgrenzen verletzt mitunter. Wir können nicht verhindern, dass das Parlament so ein Gesetz beschließt. Aber wir haben versucht, in den letzten 12 Monaten in den Kollektivverträgen sozusagen Regelungen zu implementieren und durchzusetzen, die diese negativen Auswirkungen des Gesetzes zumindest abmildern. Das reicht von, man macht Überstunden, 11. und 12. Stunde teurer, man macht zusätzliche Arbeitspausen, man macht zusätzliche Urlaubstage, Recht auf 4-Tage-Woche, Recht auf Altersteilzeit. Also dort, wo die Gewerkschaften stark genug waren, hat man versucht, dieses wirklich schlechte Gesetz ein bisschen einzufangen und den Menschen Rechtsansprüche dort zu geben, der Kollektivvertrag, wo es ihnen der Gesetzgeber weggenommen hat. Was ist im Hintergrund passiert? In Wirklichkeit geht es gar nicht darum, ob wir 21 Träger haben oder 5 Träger oder 17 oder 3 oder 4. So, es geht darum, wer hat die Entscheidungsmacht in den Trägern. Und da hat es einfach eine massive Verschiebung gegeben, dass in Sozialversicherungsträgern, wo kein einziger Arbeitgeber versichert ist, sondern nur Arbeitnehmerinnen, Arbeitslose, Pensionistinnen, dass dort eigentlich die Wirtschaftskammer und die Arbeitgebervertreter die Macht übernommen haben. Das ist mit dem Prinzip der Selbstverwaltung durch die Betroffenen absolut unvereinbar. Wir haben jetzt in der österreichischen Gesundheitskasse 7 Millionen Versicherte, kein einziger Arbeitgeber, aber der Obmann ist ein Hotelier aus Kärnten. Das passt eigentlich nicht wirklich und gegen die Arbeitgeber ist dort keine Entscheidung mehr möglich. Also in Wirklichkeit hat man den gesamten Bereich der Sozialversicherung sehr wenigen Wirtschaftsfunktionären untergeordnet und wie die haben kein Interesse an einer möglichst guten Versorgung, sondern die haben in erster Linie Interesse an eher geringeren Arbeitgeberbeiträgen. Und das wird man in der Zukunft auch sehen. Die Wirtschaftskammer hat 2017 ihre Ziele oder ihre Forderungen zur Sozialversicherung präsentiert und die Regierung hat das 1:1 umgesetzt mit keine Beitragsprüfungen mehr durch die Gebietskrankenkassen, weil das geht den Unternehmern auf die Nerven, wenn sozusagen die Krankenkasse prüft, ob man letztendlich fair bezahlt wird, das bekommt, was einem zusteht, ob man scheinselbstständig ist, das war denen ein Dorn im Auge. Sie wollen Selbstbehalte für alle, das heißt, bei jedem Arbeitsbezug muss man blechen. Das haben sie zwar noch nicht beschlossen, aber in der neuen Struktur haben die Arbeitgeber in den obersten Gremien die Mehrheit und können das einfach beschließen, über die Köpfe der Betroffenen hinweg.
Und letztendlich wollen Sie das System privatisieren. Wir haben es schon gesehen bei der Unfallversicherung, dass der Gesetzgeber gesagt hat, so, die Unfallspitäler und Rehab-Einrichtungen müssen ausgelagert werden in eine Betreibergesellschaft. Da fragt man sich, warum muss das sein? Also steht die Drohung im Raum, dass das den Versicherten weggenommen und privatisiert wird. Von der angesprochenen oder letztendlich in Aussicht gestellten Leistungsharmonisierung ist auch nichts zu merken, weil Beamte und Politiker weiter in einer eigenen Kasse sind, die viel mehr Geld pro Kopf hat und sich bessere Leistungen leisten kann. Da besteht in Wirklichkeit der große Handlungsbedarf, dass alle Versicherten in Österreich, alle anspruchsberechtigten Menschen das gleiche Leistungspaket haben. Es ist ja nicht einzusehen, dass die Zahnversorgung von Arbeitern und Angestellten schlechter ist als die von unseren Kolleginnen im öffentlichen Dienst. Es soll jeder eine gute Zahnversorgung bekommen. Das wird aber mit der Reform überhaupt nicht gemacht. Und das ist auch ein Riesenkritikpunkt, dass diese ganze Sozialversicherungsreform kein einziges gesundheitspolitisches Ziel hat, sondern eine reine Machtverschiebung und Umfärbung war. Eine gute Frage. Die Regierung ist letztendlich gezielt auf jene Gruppen in der Gesellschaft losgegangen, die sich am schlechtesten wehren können und denen es schon am schlechtesten geht. Das ist sehr bezeichnend. Ziel war eine Entsolidarisierung, aber vor allem eine eigentlich abstruse und absurde Neiddebatte gegen unten. Man neidet den Menschen, was die am wenigsten haben. Ums Geld kann es da gar nicht gehen, weil die Mindestsicherung kostet nicht einmal 1% des Sozialbudgets. Also das ist im Grunde genommen, ob man da jetzt was kürzt, fürs Budget insgesamt nicht spürbar, für den Einzelnen und die einzelne Betroffene aber massiv. Also eine gezielte Neiddebatte gegen unten, während man bei anderen Themen auffallenderweise nie hingeschaut hat. Vermögensungleichheit, Einkommensungleichheit, Armutsgefährdung von Kindern, das waren alles Themen, die die Regierung nicht interessiert haben, waren keine Probleme. Aber bei der Mindestsicherung hat man gerade den ärmsten Damen was weggenommen und das System komplett umgedreht. Es ist ja keine Mindestsicherung mehr. 2010 hat man in ganz Österreich Mindestnormen festgelegt. So viel muss jeder und jeder Anspruchsberechtigte bekommen. Und jetzt haben sie es einfach umgedreht und gesagt, Maximalleistungen. Aber jedes Land darf armutsgefährdeten Menschen noch weniger zahlen. Wann bekommt man Mindestsicherung? Nur dann sozusagen, wenn man kein Vermögen hat, also man muss sein Vermögen verwerten, und wenn man kein anderes Einkommen hat, dann kann man sozusagen Mindestsicherung damals oder jetzt Sozialhilfe beantragen. Aber wie gesagt, man hat das gekürzt und den Ländern gesagt, das sind die Maximalwerte, dürfte aber drunter gehen auch noch. Also zutiefst zynisch, verursacht viel mehr soziale Probleme, als man da irgendwie an Einsparungen lukrieren kann. Also das geht eigentlich nur darum, die Gesellschaft zu spalten und nicht zu zeigen, es gibt eine kleine Oberschicht, die sehr reich ist und dann man schaut auf die Untersten. Und das ist eigentlich sozialpolitisch letztklassig. Sie sind auch auf die Arbeitslosen letztendlich losgegangen. Das Erste, was die Regierung gemacht hat, war die Aktion 20.000 handstreichartig zu eliminieren. Warum ist es da gegangen? Langzeitarbeitslosen über 50, wo man weiß, die tun sich wirklich sehr schwer, wieder eine Arbeit zu finden, haben eine Möglichkeit bekommen, gemeinnützig, aber kollektivvertraglich bezahlt zu arbeiten. Und das hat die Regierung abgeschafft. Gleichzeitig haben sie angekündigt, die Notstandshilfe abzuschaffen. Das heißt, wenn ich nach 20 bis 52 Wochen kein Arbeitslosengeld mehr bekomme, kann ich Notstandshilfe beantragen. Wenn es die nicht mehr gibt, schmeißt man eigentlich jeden Menschen, der länger als ein halbes Jahr oder Jahr arbeitslos ist, in die Sozialhilfe. Und da muss man sozusagen sein Erspartes verbrauchen, die Lebensversicherung auflösen, mitunter das Auto verkaufen. Also das heißt eigentlich eine Enteignung der Menschen, die ihre Arbeit verlieren, weil man gleichzeitig sagt, Erbschaftssteuern, Vermögenssteuern für die Millionäre sind absolut undenkbar. Naja,
sehr ambivalent. Der Familienbonus sagt, jedes Kind unter 18 bekommt 1.500 Euro, beziehungsweise die Eltern bekommen die 1.500 Euro, aber nur, wenn sie so viel überhaupt Steuern zahlen müssten. Das heißt, es gibt ungefähr 150.000 Kinder, die gar keinen Familienbonus bekommen und ungefähr 550.000, die ihn nur teilweise bekommen. Je höher das Einkommen ist, desto klarer ist, ich bekomme die vollen 1.500 Euro pro Kind. Also das ist ein bisschen eine seltsame Art und Weise, Sozialpolitik zu machen, dass ich die Kinder dafür bestrafe oder fördere, ob die Eltern arbeiten gehen und gut verdienen oder nicht. Es kann kein Kind was dafür, wenn die Mutter oder der Vater arbeitslos ist. Aber für die, die eh nichts haben, gibt es auch nichts. Und für einen Spitzenverdiener oder Gutverdiener, der mit dem Geld eh auskommt, gibt es dann pro Kind 1.500 Euro. Das kann es eigentlich nicht sein, dass man durch Sozialpolitik die Einkommensungleichheit noch vergrößert. Das ist eigentlich ein falscher Ansatz. Also es wäre viel besser gewesen, man hätte einfach gesagt, jedes Kind ist gleich viel wert und hätte mit den 1,5 Milliarden die Familienbeihilfe für alle erhöht oder noch besser sozusagen die Kinderbetreuungseinrichtungen für die unter Dreijährigen ausgebaut, ganztägige Kinderbetreuungseinrichtungen flächendeckend eingeführt. Da wäre das Geld viel sinnvoller eingesetzt gewesen. Also, wenn man sich anschaut, das Regierungsprogramm und das wenige Monate vorher formulierte Forderungspapier der Industriellen Vereinigung oder die Forderungen der Wirtschaftskammer, dann wird man feststellen, da sind teilweise ganze Passagenworte dent übernommen worden. Das ist auch der Grund, warum es in der letzten Legislaturperiode unter der Regierung Kurz Strache für die Sozialpartnerschaft eigentlich keinen Platz gegeben hat, weil wenn eine Regierung sagt, gebt mir das, ich schreibe das eins zu eins ab ins Gesetz, was ihr wollt. Ne, dann gibt es zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer Interessensvertretungen nichts mehr zu verhandeln. Also sowohl im Arbeitszeitrecht als auch im Arbeitnehmerschutz, im Bereich Sozialversicherung habe ich es schon gesagt, da sind überall einfach die Forderungen der Wirtschaftskammer und Industriellen Vereinigung eins zu eins übernommen worden. Und der Wirtschaftskammerpräsident Mara hat auch gesagt, die gegen dieses Programm sind, sind Gegner der Republik. Also das ist ein bisschen eine Anmaßung oder ein komischer Umgang mit Meinungsfreiheit oder Interessensgegensätzen. Wir kommen jetzt in wirtschaftlich schwierigere Zeiten. In Österreich läuft die Wirtschaft noch recht gut durch den Konsum der Menschen, die hier leben. Aber wir sehen, dass sozusagen das Beschäftigungswachstum jetzt aufhört und der Rückgang der Arbeitslosigkeit auch aufhört. Also die nächste Regierung muss auf jeden Fall arbeitsmarktpolitisch wieder mehr Geld in die Hand nehmen. Die letzte Regierung hat das Arbeitsmarktbudget ja massiv gekürzt. Die nächste Regierung muss das unbedingt wieder anheben und wir brauchen wieder die Aktion 20.000, eine ordentliche Budgetierung der Ausbildungsgarantie bis 25. Ganz wichtig, dass man sozusagen da den Menschen, die die Arbeit verlieren oder drohen zu verlieren, massiv hilft. Also da zu kürzen, das muss rückgängig gemacht werden. Wir brauchen letztendlich eine Reparatur vom Arbeitszeitgesetz. Das sagen alle Expertinnen und Experten. Was jetzt an Höchstarbeitszeiten in Österreich zulässig ist, ist für die Betroffenen eine Gesundheitsgefährdung, aber letztendlich ist es auch eine Fremdgefährdung. Wenn jemand mehrmals hintereinander 12 Stunden arbeitet und dann ins Auto steigt, ist logisch, dass das Unfallrisiko steigt. Wir brauchen eine Finanzierung der Pflege und nicht mit Schlagworten, sondern mit Maßnahmen. Und es wird nicht reichen zu sagen, wir brauchen ein besseres Image für die Pflegeberufe. Die Kolleginnen und Kollegen, die dort arbeiten, haben ein gutes Image. Jeder weiß, dass die eine extrem wichtige Arbeit verrichten und leisten, aber die nicht ausreichend finanziert oder bezahlt ist. Also wenn ich will, dass Menschen, die eine Ausbildung machen, auch in der Arbeit bleiben, muss man einfach bessere Arbeitsbedingungen und Bezahlung schaffen. Das ist ganz wichtig. Klimaschutz ist wichtig. Auch da brauchen wir konkrete Maßnahmen und nicht heiße Luft und Absichtserklärungen. Und wenn die anderen mitmachen, machen wir auch mit. Nein, es muss jetzt was passieren. Ausbau vom öffentlichen Verkehr, thermische Sanierung etc. Also das sind ganz wesentliche Themen. Wohnen muss leistbarer werden.
daher nicht das Mietrecht im Sinne der Immobilieninvestoren ändern, sondern Wohnraum schaffen, Mieten begrenzen. Und es muss eine Steuerreform geben, die nicht den Großkonzernen Geld schenkt, sondern den kleinen und mittleren Einkommen. Und letztendlich geht es darum, dass Politik für die Menschen in dem Land gemacht wird und nicht für die Eigentümer. Das heißt, von einer künftigen Regierung würden wir uns schon erwarten, dass sie nicht über 3 Millionen Arbeitnehmerinnen einfach drüber fährt, sondern den Dialog mit den Arbeitnehmerinteressensvertretungen sucht.